Das ist auch das, was viele nicht nur im Untersuchungsausschuss nervt, bin ich mir sicher, sondern auch ganz viele Zuschauer, die das von außen mitbekommen, die sagen, die kommen ja alle, die sind vorgeladen, gehen dann gut gelaunt wieder weg, aber sie sagen nichts. Und wir haben jetzt mal für Sie die Top 3 der besten Ausreden zusammengefasst. Die Anwesenheit im U-Ausschuss ist Pflicht. Auskunft geben müssen Auskunftspersonen aber nicht, solange sie es erklären können. Bei manchen wie Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach tauchen da schnell Erinnerungslücken auf. Die Ausrede, das ist mir nicht erinnerlich, wurde von Gorbach und anderen gleich 43 Mal benutzt. Der Ex-Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Markus Beirer will dagegen alles gesagt haben. Ich bin jetzt dem Ausschuss wirklich 3,5 Stunden zur Verfügung gestanden, habe alle Fragen beantwortet. Allerdings nur, wenn man dazu habe ich keine Wahrnehmung als Antwort gelten lässt. Insgesamt 78 Mal gab es solche Wahrnehmungsprobleme bei Auskunftspersonen. Spitzenreiter im Aussageverweigern ist aber Graf Alfons Mensthoff-Puy, der das auch offen zugibt. Na bitte sehr, na und? Ich habe Bürgerrechte wie jeder. Sein Lieblingssatz, ich entschlage mich, denn von insgesamt 95 Entschlagungen gehen gleich 39 auf sein Konto.